Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bi, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest hier zu einem weiteren OMSI-2-Video. Schön, dass du wieder da bist. Wir sind heute auf der Karte Wolfsburg Version 0.55 unterwegs und wollen uns das Ganze hier mal anschauen. Ich muss nämlich ein bisschen überlegen und da musste die ganze Zeit überlegen. Ich glaube, Wolfsburg, die Karte an sich hatten wir so noch gar nicht. Das Ganze fahren wir heute mit dem O530 Gelenkbus von Morphy in der 5. Version mittlerweile und schauen uns das Ganze dementsprechend natürlich an. Der Bus, die Karte, also interessante Fahrt heute. Von daher schauen wir uns erstmal das Ganze mal ganz gemächlich an. Das ist natürlich hier der Bus von Altair, der natürlich Morphy mittlerweile schon zigmal geupdatet hat mit neuen Texturen, neuen Sounddateien und natürlich ein bisschen was Scripttechnik hier natürlich was gemacht hat. Und ja, was soll ich sagen, der O530 ist mit einer der allerbesten Bussen, die so in OMSI an sich gibt. Und das Ganze halt absolut für lau. Es kostet nichts. Ihr könnt das ganze Ding einfach kostenlos runterladen. Dann tippt ihr am besten einfach bei Google O530 Morphy ein. Und wenn ihr da ganz nach unten scrollt, findet ihr die 5. Version davon und dann könnt ihr euch das Ganze runterladen. Schöne ist hier an der ganzen Sache, dass ihr nichts weiter braucht. Ihr müsst keinen Bus vorher installieren oder sowas, denn der Bus wird schon komplett mitgeliefert. Das ist eine geile Sache. Deswegen geiler Sound, geile Texturen und das Ganze, wie gesagt, im absoluten Payware-Niveau. So, Karte an sich, weiß ich gar nicht, wo ich die mittlerweile her habe. Das ist schon eine Weile. Ich weiß auch gar nicht, ob die Karte überhaupt noch geupdatet wird oder sowas. Das ist ja immer so eine Sache. Man beginnt immer was und beendet das nicht. Oh, großartig, liebe ich das. Ja. Und dementsprechend, ja, weiß ich, kann ich jetzt gar nicht dazu sagen, wer überhaupt der Modder ist von der Karte. Das ist schon eine ganze Weile her, dass ich das Ganze runtergeladen habe. Und ja, dementsprechend lassen wir uns mal überraschen, was uns die Karte hier so auftischt. So. Erstmal müssen wir natürlich hier eins... Und erstmal Linie Kurs einstellen. Und das ist die 161. Ihr seht, es ist auch jetzt nicht allzu viel Fahrzeit. 161. 01. So, genau. Nach Kreuzheide Schulzentrum. Das passt. Das ist unsere Linie. Dementsprechend, ja. Licht an. Dass sie nachher meckern hier, ist zu dunkel. Naja, aber es passt schon irgendwie. Licht an, Licht aus. So. Genau. Scheinwerfer an, denn es sieht hier nämlich aus, als ob der nämlich gleich hier ordentlich runterkommt. So, haben wir alles. Ich glaube schon, oder? Wir können losfahren. Ja, und nochmal die Karte. Ja, ist natürlich schön, ne? Hier endet es einfach, du siehst die Autos gar nicht kommen. Oh! Fahr durch mich durch. Okay, scheinbar haben wir keine Kollision an. Ah, perfekt. So muss das sein. Ich habe mitgedacht, ich habe mal die Kollision deaktiviert bei neuen Karten. Mega lästig. Und wir verfahren uns instant einfach. So, dann wir müssen hier nämlich... Guck mal, da kommen sie nämlich schon alle an, die T-Shirt. Ab über den Acker. Grünen Drömlingsweg. Ich glaube, das ist hier eigentlich für einen Solobus. So, was willst du? 5,60? Braucht einen Fahrschein. Hallo. Morgen. Steht halt wieder nur Hallo. Erwachsene, Zone 1. Eine
Hallo. Meinen Fahrschein, bitte. Hallo. Danke. Eine kurze Strecke. Eine Kurzstrecke, bitte. Einmal Nora, bitte. Morgen. Danke. So, 5,60. Tagesticket, bitte. Morgen. 9 Euro. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte heißt das. Dankeschön. Danke. Hallo. Guten Morgen. 5,60. Danke. So. Alabi fertigt. Schön. Wop, Kreuzheide, Schulzentrum. Ja, also wie gesagt, insgesamt beinhaltet Wolfsburg Version 0.55, ja, ich glaube, um die 6 oder 7 Linien. Ja, die geht jetzt hier ganze 17 Minuten oder sowas. Schöne Ausdauer. Also das ist ja perfekt halt für so eine Aufnahme halt, ne? Da kannst du keine Folgen bringen, die 40 Minuten gehen oder sowas. Bringt halt wenig. Dementsprechend sind wir natürlich aber auch schon, dass die Karte ein bisschen älter sein muss. Ja, sie hat hier ein bisschen viel so abseits. Ist jetzt nicht so geil gebaut hier alles. Aber naja, kommt ja vielleicht noch. Vielleicht ist die Performance dafür umso geiler halt, ne? Weiß man aber nicht. Gut, ja, warten wir, bis wir abfahren können. Schau mal, sind wir ja so eine Art Schulbus oder sowas, wie wir das Ganze hier abfahren. Ja, die Dame läuft da auch einfach nur hin und her. Die wartet bestimmt auf jemand. Ach, großartig. Ja, yeah. Also ob es hier so eine Kurven gibt hier, ja? So eine Ecken, gibt's ja gar nicht. Ohne zu blinken. Eieieiei. Aber man muss sagen, Performance ist gut halt, ne? Also bis jetzt keine VRM-Drops oder irgendwas. Ich grüße Sie. Was will er haben? 2,80. 2,4,6. Entschuldigung, jetzt haben wir mal ein bisschen viel rausgegeben. Ich grüße Sie. Morgen. Ich brauche 1 Fahrschein. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Danke.
Das ist vielleicht ganz gut, dass wir hier ohne Kollision fahren. Genau, fahr uns einfach rein. Perfekt, passt schon. Jo, jetzt wisst ihr, warum es Version 055 ist. Ah, die ganzen Kreuzungen, die müssen komplett neu gebaut werden, ja. Also, das kannst du so nicht bringen. Ich grüße morgen. Was positiv ist, selbst eingesprochene Ansagen hier scheinbar, also Fahrgast Sounds. Schon mal sehr löblich. Wenn ich jetzt hier natürlich auf die Straße komme, wäre es natürlich noch viel geiler. Ich fährt hier auch mit dem Gelenkbus, also muss das schon sowas sein hier. Schon noch ein Bild gemacht hier. Hallo. Ja, hallo zusammen. So. Boah, Alter. Kommst du denn hier rum? Hallo. Riesen Ecken hier drin. Eieiei. Noch viel zu früh.
Boah. Hallo. Morgen. Hallo. Ach, Leute. Hallo, ich hätte gern eine Kurzstrecke. Danke. Schön, dass die einfach dann immer nichts sagen hier. Danke. Ja, jetzt müssen wir hier stehen. Tja. Naja. Hier hast du noch eine Nebenstraße hier. Naja. Ich wollte gerade sagen, die du so ein bisschen umfahren kannst, falls du mal hier irgendwie was einbauen könntest, irgendein Event, funktioniert aber nicht, da die Straße nämlich hier rumgeht. Ja, verläuft sich hier ins Leere. Hm. Naja. Oh, wenn ich jetzt diese Schlangenlinie da sehe, ja, dann wird mir jetzt schon mulmig. Wolfsburg-Holzheide Schulzentrum. War alle mitgenommen jetzt gerade, die beiden Autos. Uiuiui. Das kannst du nicht bringen, hey. Und auch drinne. Ja, wie gesagt, also ohne Kollision kannst du hier gar nicht langfahren. Straßen viel zu eng sind. Ich fahre schon mit den rechten Reifen, fahre ich schon hier im Grünen. Damit ich hier ansatzweise Platz habe. Es ist ein Wunder, dass sie noch nicht meckern. Der aber auch mal selbst lang gefahren ist, ey. Alter, wie fährt der denn? Also da laufe ich ja lieber.
so, naja, berauschend war es jetzt nicht gewesen, muss ich gestehen. Die Wolfsburg-Karte. Könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten. Ich weiß jetzt auch einfach nur eine falsche Linie oder sowas, aber schon eine, die ganze Bauweise, ja, also. Die ist leider schon, naja, nicht so pralle. Stück kommt auch ein bisschen spät, dass sich die Spur verengt. Muss deutlich früher kommen. Ich bin Ortseingangsschild war hier. Alles klar. Naja. Ich gehe davon aus, dass das jetzt hier meine Haltestelle ist. Nee, ist nicht meine. Wir müssen weiter. Da kommt's. Würde mich mal interessieren, was man jetzt dafür alles gebraucht hat zum Installieren. Ob es den Aufwand dafür halt praktisch gelohnt hat. Wie gesagt, vielleicht seid ihr anderer Meinung und euch gefällt die Karte. Ja, oder vielleicht ist es mega realistisch oder irgendwie sowas. Dadurch, dass ich natürlich jetzt nicht von diesem Ort komme, kann ich natürlich dazu jetzt nichts sagen. Ja. Dann nutzt da gerne die Kommentarfunktion, schreibt es am besten mal unten mit rein. Ja, aber im Großen und Ganzen ist sie halt, ja, was soll ich sagen, unfertig halt, ne? Und oh, ja. Das kenne ich von Forsthausen. Blink nach links und fahren nach rechts. Genau, das kenne ich auch von Forsthausen. Dadurch, dass hier die Kreuzung nämlich keine Verkehrsregeln hat, fährt hier nämlich nichts. Tja,
Das war es auf jeden Fall. Hm. Weiß nicht. Also umgehauen hat sie mich jetzt nicht, muss ich gestehen. Da fällt es mir tatsächlich ein bisschen schwer, hier rüber zu sagen. Ja, also es, man merkt halt, dass da wahrscheinlich noch ein Neuling dran sei. Also wo ich gerade jetzt abgefahren bin, musste ich tatsächlich an die ganze Zeit an Landkreis Forsthausen denken. War ja auch meine erste OMSI-Karte. Und auch da merkt man natürlich, dass da ein absoluter Anfänger halt dran saß. Ja? Und genau das gleiche Gefühl hatte ich jetzt hier an dieser Karte halt auch, ja, an der Wolfsburg. Und ja, für die erste Karte würde ich vielleicht noch sagen, gar nicht mal so verkehrt. Aber es muss natürlich einiges gemacht werden. Die ganzen Kreuzungsbereiche sind absolut nicht, ja, kannst du so nicht bringen. Ne? Da muss auf jeden Fall noch nachgebessert werden, wenn es hier überhaupt noch irgendwen gibt, der da an diese Karte weiterbaut. Das weiß man ja halt nicht. Ja, okay, dazu kann ich natürlich nichts sagen. Gerne könnt ihr eure Meinung in die Kommentare posten. Schreibt am besten einfach unten mit rein und sonst. Ja, Leute, bedanke ich mich natürlich, dass ihr wieder dabei wart und hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen bei einer weiteren Karte. OMSI, schön, dass du wieder da bist und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!